Gut, herzlich willkommen. Doch sehr viele. Mit so vielen hatte ich gar nicht gerechnet. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen Lino de P näher bringen. Ich weiß nicht, wer es schon kennt. Wer in den letzten Jahren auf Frostcon-Vorträgen war, auf denen es vorgestellt wurde. Aber ich habe immer wieder festgestellt, dass es immer wieder Leute gibt, die es noch nicht kennen und auch noch mit OTP noch nichts anfangen können. Deswegen möchte ich da erstmal ein bisschen zeigen, worum es geht und was hinter OTP eigentlich steckt. Und gegen Ende des Vortrags möchte ich dann drei verschiedene Single-Sign-On-Systeme zeigen und wie man dort OTP implementieren kann. Meine allerletzte Demo hat es mir vorhin zerlegt und ich habe es auch nicht mehr zum Laufen bekommen. Das heißt, wer sich Kerberos angucken möchte, muss vielleicht morgen mal kurz beim Workshop vorbeikommen. Also das Kerberos macht gerade kein OTP und ja, wie Kerberos so ist, weiß ich nicht genau warum. Also wer schon mal Kerberos gemacht hat, kann das nachfühlen, denke ich. Der Debugging-Output ist manchmal etwas nichtssagend. Von daher, tut mir leid, aber ich werde zumindest zeigen, wie man hinkommt. Es fehlt nur der letzte Schritt im Endeffekt. Ja, OTP, warum machen wir das eigentlich? Also warum brauchen wir One-Time-Passwörter oder Zwei-Faktor-Authentifizierung? Das Problem an der Sache ist, dass Passwörter heutzutage irgendwie an der Rechenleistung scheitern, die wir haben. Also es ist inzwischen so, dass Computer schneller darin sind, Passwörter zu knacken, als wir sie uns zu merken. Den berühmten XKCD-Comic kennt, glaube ich, wahrscheinlich jeder. Je länger das Passwort, desto besser, aber irgendwann kriegt es mein Hirn einfach nicht mehr hin. Das ist jetzt aus einem Artikel, der ist von 2013, inzwischen sind die Dinger besser geworden. Also das ist so ein Passwort, von dem man erstmal denken würde, naja, es ist jetzt nicht so schlecht. Als gehashtes Passwort mit einem einigermaßen guten Hash-Algorithmus hat es nicht mal eine Stunde gedauert. Das heißt, das Passwort alleine bringt es nicht mehr. Was man heutzutage gerne machen möchte, ist einen zweiten Faktor. Etwas, was ich habe, was ich in der Hand habe, wie ein Token, und etwas, was ich weiß. Oft auch gerne kombiniert inzwischen mit etwas, was an mir dran ist. Wer hat alles ein iPhone? 5? Okay. Wir sind auf der Frostcon. Da traut sich, selbst wenn einer eins hätte, er würde sich trotzdem nicht trauen, es zu sagen. Der berühmte Fingerabdruckscanner. Gut, Samsung Galaxy S5 tut es inzwischen auch. So Sachen kommen immer mehr. Also so Sachen wie ein Fingerabdruckscanner. Es kommen immer mehr Anfragen auch bei uns an nach biometrischen Systemen. Also der Bedarf, etwas besser abzusichern als nur mit einem Passwort, kommt immer und immer mehr. Die Kernel-Entwickler haben es jetzt auch gerade letzte Woche gemerkt. Also da kam jetzt auch auf einmal OTP rein. Das heißt, OTP begegnet uns immer mehr. Also Twitter, Facebook, egal wo ich hingucke. Prinzip ist ziemlich einfach. Fast alle OTP-Verfahren basieren auf einem gemeinsamen Geheimnis. Das heißt, ich habe ein Geheimnis im Token und ich habe ein Geheimnis im Server. Und das muss abgeglichen werden. Das ist der ganze Trick dahinter. Jetzt ist es so, ich kann nicht einfach das Geheimnis übers Netz schicken. Das wäre ein bisschen zu einfach, da wäre ich wieder beim Passwort. Was man also macht, man berechnet OTPs. One-Time-Passwords, Passwörter, die nur einmal oder in den meisten Fällen Zahlenkombinationen, die nur einmal gültig sind. Und der Server und der Token wissen zu dem jeweiligen Zeitpunkt, was der Wert ist, der jetzt gerade gültig ist. Um das zu tun, gibt es relativ viele verschiedene Hardware-Token. Hier wahrscheinlich sehr beliebt, der YubiKey. Den werden relativ viele wahrscheinlich haben. Ich habe heute relativ viele rumlaufen sehen, die ihn am Schlüsselbund hatten oder irgendwie am Gürtel hängen hatten. Aber halt auch so die klassischen Token, die wahrscheinlich auch viele in der Hand haben. Oder jemand mit World of Warcraft irgendwie mal in Kontakt gekommen. Das sind die hier unten, die Authenticators von denen. Da gibt es ein paar Hersteller. Wir bei Linotp versuchen, so herstellerunabhängig wie möglich zu sein. Das heißt, wir implementieren alles, was wir implementieren können. Jeder Tokenhersteller, der uns erlaubt, etwas zu implementieren, das implementieren wir auch. Den Großen mit den drei Buchstaben, die wollen nicht. Die Frage ist, ob wir wollen. Das ist so einer zum Beispiel, wo es nicht geht. Aber die meisten anderen Tokenhersteller können wir implementieren. Vor allem gibt es aber einen offenen Standard, den OAuth-Standard, der den Algorithmus offengelegt hat, die Funktionsweise offengelegt hat und der heute eigentlich auch so der allgemein gültige Standard ist für OTP-Token. Ich
Ich komme da nochmal drauf zurück. erstmal kurz zu Linotp. Linotp gibt es schon seit 7 Jahren jetzt, 8 Jahre. Oh, 8 Jahre. Ist entstanden aus einer Auftragsentwicklung, war ein großes monolithisches Ding, das in der Ecke stand und OTP gemacht hat. Und dann wollte man was dran ändern und hat gemerkt, ups, das war jetzt nicht das richtige Design. Also hat man sich nochmal hingesetzt und hat Linotp 2 geschrieben, das ist das, was man heute kennt, das darauf basiert, dass man einmal so modular wie möglich arbeitet, das heißt Erweiterungen am System und Erweiterungen beim Kunden können so einfach wie möglich durchgeführt werden, ohne das ganze System neu schreiben zu müssen. Aber vor allem haben wir festgestellt, dass beim Kunden immer das Problem der Implementierung ist. Kein Mensch designt sein System rund ums OTP-System. Ich habe ein System da und das möchte ich absichern. Und bitte, bitte, bitte fasst das stehende System so wenig wie möglich an. Das Wort, das immer uns entgegenkam, jedes Mal, nachdem wir das System vorgestellt hatten und zu den ersten Kunden gegangen sind damit, macht das Ding eine Schemaerweiterung. Nee, super. Weil relativ viele Konkurrenten, inzwischen werden es weniger, aber relativ viele Konkurrenten brauchten eine Schemaerweiterung im AD. Und die meisten Authentifizierungssysteme heutzutage basieren im Background immer noch auf einem AD. Selbst bei einem LDAP, beim Open LDAP oder einem 398 irgendwie eine Schemaerweiterung machen zu müssen, nur um OTP machen zu können. Bei einem LDAP, wo irgendwie, ich weiß nicht, 15.000 Benutzer drin sind. Ja. Also haben wir versucht, das Ganze so zu implementieren, dass wir das nicht brauchen. Wir greifen auf sämtliche Benutzerverzeichnisse, die wir verwenden, nur lesen zu. Wir haben keinen schreibenden Zugriff und wollen ihn noch gar nicht haben. Das heißt, das bestehende System wird von uns nicht verändert. Die einzigen, mit denen wir Frage-Antwort-Spielchen machen, sind Authentifizierungs-Backends. Webserver, Firewalls, SSL-VPNs, alles, was das Herz begehrt. Also vom Prinzip her, ich komme rein, habe einen Gateway, der mich authentifizieren möchte, der zum Beispiel über Radius oder über HTTP oder über andere Methoden mit uns reden kann. Wir fragen einmal nach den Benutzern, zum Beispiel über LDAP, und fragen unsere eigene Datenbank nach den Token. Das erkläre ich gleich noch ein bisschen. Das heißt, wir stehen so ein bisschen nebendran. Man kann uns also relativ einfach in ein bestehendes System integrieren, ohne dass man gleich alles umstellen muss. Okay. Nicht erschrecken, das gucken wir uns Stück für Stück so mal ein bisschen an. Ich habe ja gesagt, das Ganze ist modular aufgebaut und zwar so modular wie irgendwie möglich. Ich habe 2 Sachen, die ich benötige, wenn ich eine Tokenverwaltung habe. Ich habe die Benutzer und ich habe die Token. Das erste und wichtigste sind die Benutzer. Wie gesagt, nur lesend, habe ich eben schon ein bisschen erklärt. Wir haben einmal SQL, LDAP, Flatfile. In der Entwicklung ist noch ein Skim-Resolver, das ist ein bisschen exotischer. Wenn jemandem noch irgendwas einfällt, wo man User-Storage hat und wie man damit redet, bitte Bescheid sagen. Wir sind da immer froh um Inspirationen. Bis jetzt sind wir mit den Sachen, die wir haben, ganz gut klargekommen. Es ist noch keinem irgendwas eingefallen. Also wenn das jemand in Excel macht, gerne Bescheid sagen, gucken wir uns an. Ich denke, das ist soweit klar. Zeige ich gleich nachher auch noch mal ein bisschen, wie das aussieht, wenn ich es implementiere. Wo es interessanter wird, sind die Token. Ich habe schon gesagt, es gibt diesen Standard-Host-Token. Standard im Sinne von der Algorithmus ist bekannt. Der eine oder andere, habe ich mich heute auch schon unterhalten, die haben das schon selbst implementiert. Also der Algorithmus ist kein Hexenwerk. Es gibt MOTP, ein Veteran des Ganzen, der ein bisschen anders funktioniert, aber auch ein offener Standard ist, den ich sehr einfach implementieren kann. Und es gibt ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel hier Okra. Okra ist ein neues Verfahren von OAuth, der OAuth Challenge Response Authentication, das Protokoll dahinter. Challenge Response kann man nutzen, um eine Transaktion abzusichern. Also die klassischen Token dienen nur dazu, eine Authentifizierung abzusichern. Also der Benutzer beweist, dass er diesen Token in der Hand hat. Mehr macht er ja nicht. Challenge Response Verfahren sind dazu gedacht, auch in der Lage zu sein, Transaktionen abzusichern. Das heißt, ich bekomme Daten, die sogenannte Challenge. Aus diesen Daten wird mein OTP berechnet und damit bestätige ich, dass diese Daten korrekt sind, wenn ich diesen OTP dementsprechend eingebe. Beispiel QR-TAN-Verfahren. 1822 direkt, mit denen haben wir das entwickelt. Da steht auch Linotp hinten dran.
Prinzip dahinter ist, bei einer Banktransaktion, ich bekomme meine Daten angezeigt, aus diesen Daten wird der OTP berechnet. Wenn jemand auf dem Weg diese Daten manipuliert hat, stimmt der OTP nicht. Das heißt, wenn jemand auf dem Backend es geschafft hat, durch ein Man in the Middle oder wie auch immer, aus meiner Überweisung einen Dauerauftrag zu machen, schickt der Server mir einen Dauerauftrag als Nachricht. Das ist das, was gescannt wird, ein Dauerauftrag. Wenn er jetzt meine App oder mein Handy irgendwie manipuliert hat und aus diesem Dauerauftrag mir eine Überweisung anzeigt oder das auf dem Weg manipuliert, dann stimmt die Transaktion nicht mehr. Dann stimmt das, was ich bestätige, nicht mehr mit dem überein, was der Server erwartet. Der Server erwartet die Bestätigung eines Dauerauftrags, ich bestätige eine Überweisung. Und damit kann ich Transaktionen absichern. Machen wir es ein bisschen weniger kompliziert. Eine einfache Nachricht. Es versucht sich jemand gerade als Benutzer Rainer auf dem Backend des Webservers einzuloggen. Ja, nein. Also ich sehe, wann ich mit irgendetwas da versuche, mich einzuloggen. Und wenn ich gerade irgendwie, ich weiß nicht, im Zug sitze, auf dem Weg nach Hause und es versucht sich gerade jemand irgendwie auf meine Server einzuloggen, dann weiß ich Bescheid, dass da was nicht stimmt. Diese Transaktion muss bestätigt werden. Für sowas ist Okra gedacht. Wir haben aber noch ein paar andere Spezialtoken und die sind wirklich ein bisschen speziell. Das eine ist der Simple Pass Token, der ist wirklich das, was er ist. Von uns auch gerne Spaß Token genannt, das ist ein einfaches Passwort. Also auch das können wir. Also wer kein OTP machen möchte, das geht auch. Interessanter sind der Remote und der Radius Token. Ich weiß nicht, wenn man sich LinOTP anguckt, also die meisten Leute, die sich ein OTP-System angucken, haben schon eins. Also die wissen schon, was dahinter steckt, wollen das ablösen, wollen was damit machen. Das Ablösen ist aber ein Problem, weil die meisten OTP-Systeme, die es bisher gibt, sind proprietär. Also da irgendwie an die Daten ranzukommen, ist schwierig. Der Radius-Token erlaubt uns jetzt quasi als Proxy zu agieren für jeden einzelnen Benutzer. Das heißt, ich kann meine Benutzer migrieren von dem alten System in das neue System. Und wenn alle migriert sind, kann ich das alte System abschalten und ich habe eine sanfte Migration. Solange wie der Benutzer noch seinen Token im alten System hat, können wir ein Forward machen, können das alte System fragen. Wenn das sich erledigt hat, dann sind wir dran. Lustiger wird es beim Remote-Token. Das hat eine Funktion, die nicht so jeder hat. Wir können 2, 3, 4, 50 Benutzer einem einzelnen Token zuweisen. Okay, warum sollte ich sowas tun wollen? Zwei Benutzer, da wird der eine oder andere sagen, ja, das passt, nämlich mein administrativer Account und mein normaler User-Account. Das bedeutet, ich muss als Admin nur noch einen Token mit mir rumtragen und nicht mehr zwei oder drei oder vier. Oder ich habe einen Schlüsselbund nicht dabei, zum Glück. Das artet irgendwann aus, also der eine oder andere wird es kennen. Also so ein Remote-Token ist da ganz praktisch. Ursprünglich entwickelt wurde er, um LinOTPs in verschiedene VLANs stellen zu können und dann nur einen Tunnel zwischen den beiden LinOTPs aufbauen zu müssen, aber trotzdem ein synchrones Management zu haben. Dafür benutzen aber keine. Das war so einmal. Es kam sehr schnell die Idee auf bei den Kunden, warum können wir das nicht damit machen? Vielleicht müssen wir es mal umbenennen. Was auch geht mit externen Devices, ist eben ein SMS- oder ein E-Mail-Token. Der ist jetzt hier nicht drauf zu verschicken, wer das machen möchte. SMS-Token, kleiner Hinweis aus der Erfahrung und aus der Praxis, außerhalb Deutschlands vollkommen nutzlos. Also wir haben Kunden, die es versucht haben, das international auszurollen, an SMS-Token. Wenn der eine Viertelstunde später kommt, ist es schwierig. Also wir sind es in Deutschland gewöhnt, dass ich eine SMS verschicke und die spätestens, also wenn die 15 Sekunden später noch nicht da ist, dann ist schon Nervosität angesagt. Außerhalb Deutschlands ist es schon ein Wunder, wenn die innerhalb von 5 Minuten kommt. Und das ist bei einem Token natürlich eher unpraktisch. Von den sicherheitsrelevanten Problemen eines SMS-Tokens fange ich jetzt nicht an. Ich glaube, da wissen viele hier Bescheid. Ein kleiner Hinweis am Rande, jede App auf ihrem Handy darf die SMS lesen. Da gibt es keine Berechtigung, falls es irgendwem noch nicht aufgefallen ist. Die Berechtigung brauche ich nicht, die habe ich. Das ist relativ einfach. Inzwischen ändert sich es langsam. Also Leute sind ein bisschen aufgewacht, aber es war sehr lange so, SMS lesen durfte jeder. Das heißt, es durfte jeder den Token lesen. Naja. Okay. Ja. Kann man auch selber machen? Ja, kein Problem. Die Schnittstellen, die hier zwischendrin sind, sind definiert. Die API ist dokumentiert. Wer selbst einen Token entwickeln möchte, da haben wir Dokumentation zu, kann man sich angucken. Wir haben Beispiele, wie man einen eigenen Token ableiten kann, also das ist eine Tokenklasse. Vielleicht ganz kurz, das ganze System ist in Python geschrieben.
Das heißt, man kann die Token-Klasse relativ einfach ableiten und sich einen eigenen neuen Token schreiben zum Beispiel oder einen neuen User-ID-Resolver schreiben. Das Ganze ist Open Source, also gerne Bescheid sagen, wer es hat, wir integrieren es gerne. Haben wir. Also wir haben, das Ganze läuft über, sage ich gleich noch ein bisschen was zu, das gesamte... Ja. Also die ganze API ist RESTful komplett durch. Ich kann alles, was das LinOTP kann, per API ansteuern. Also unser eigenes Management-Interface geht über API rein und ich kann über HTTP-Request alles machen, was das System kann. Weitere Fragen? Noch nicht? Gut. Ich mag hier unten ganz kurz drauf eingehen. Wir legen unsere Daten, nämlich die Token-Daten, in der SQL-Datenbank ab. In fast jeder beliebigen. Also wir haben einen Layer dazwischen, SQL-Alchemy. Ich weiß nicht, ein oder anderen sagt es vielleicht was. Das sehr flexibel ist. Die haben auch im Laufe der Jahre viele Patches von uns bekommen. Gerade wenn es um Oracle oder MS SQL geht. Oracle. Wir hatten da gerade mal wieder ein Erlebnis dritter Art. Also 2.7.02, der Patch, der gerade rausgekommen ist, hat uns sehr viel Zeit gekostet, weil wir Oracle mal wieder nachziehen mussten. Aber es geht, hier unten fast jede beliebige Datenbank drunter zu legen, die ich haben möchte. Das heißt, ich kann von einem kleinen MySQL skalieren bis zu einem geclusterten, weltweit gespannten Oracle-Cluster. Funktioniert alles. Wir reden halt mit der Datenbank. Das heißt, ich kann da beliebig viele LinOTPs auch vor die Datenbank hängen. Wir sind uns an der Stelle bewusst, dass wir replizieren können. Und die replizierten LinOTPs können dann auch wirklich parallel arbeiten. Was an der Stelle nicht ganz uninteressant ist, wir haben auch eine Implementierung für HSMs. Also wer HSMs zwischenhängen möchte, Hardware, Security Modules, manche nennen es Security Modules. Im Endeffekt eine komplette Datenbankverschlüsselung in Hardware, wer es machen möchte. YubiKey geht auch, also der YubiKey HSM geht. Wusste ich, dass die Frage hier kommt. Wo, wenn nicht hier? Okay. Um auf die Frage zurückzukommen mit dem Management. Wir führen aus dem Core raus eine Web-API, über die ich das komplette Management handeln kann. Wir machen nichts aus unserem Management-Interface raus, was nicht über die API läuft. Und dadurch ist die API halt auch eben auch komplett. Also wenn wir was machen wollen, muss dafür auch eine API vorhanden sein. Da gibt es ein Web-Interface, das ist so das Standard-Interface. Es gibt einen GTK-Client, noch GTK, der native genau das gleiche macht. Auch der ist über die Web-Schnittstelle angebunden. Der Kommandozeile-Client auch dementsprechend und das Self-Service-Portal auch. Das heißt, alles, was wir da machen, ist so ein bisschen eine Beispielimplementierung, wie Sie es ändern können. Also wenn Ihnen unser Management-Interface nicht gefällt, kein Problem, schreiben Sie eigenes. Sagen Sie Bescheid, vielleicht gefällt es uns auch. Gerade beim Self-Service-Portal ist es natürlich so, wir haben was gebaut. Das war aber nie dafür gedacht, also eigentlich sind wir damals mit der Maßgabe rangegangen, da baut eh jeder sein eigenes. Jetzt benutzen die alle unseres, da müssen wir mal wieder ran und müssen ein bisschen gucken. Werden Sie nachher kurz sehen. Aber es geht, also die Idee war eigentlich, dass die Kunden wirklich ihre eigene Implementierung machen. Ganz kurz, da gehe ich ein bisschen schneller drüber. Für Finanz, ja? Ich habe kurz überlegt, müssen wir später gekommen sind oder nicht. Ich glaube aber nicht. Sie sprechen immer von Ihnen. Also, ja, ach so, ja. Ach, tut mir leid. Böser Fehler. Die Firma heißt LSE. Leading Security Experts GmbH. Wir machen Security-Dienstleistungen jetzt schon seit, ich glaube, über 10 Jahren. So lange bin ich jetzt noch nicht dabei, aber seit über 10 Jahren. Und es sind inzwischen 2 Standbeine. Das eine ist Penetration Testing, das sind die Kollegen aus dem anderen Businessbereich und eben LinOTP und die Produkte rundherum. Aber wir maintainen das im Moment, ja. Open Source ist es jetzt seit knapp 2 Monaten. Komplett Open Source, war vorher Open Core. Also es entwickelt sich gerade noch so ein bisschen. Aber wir maintainen LinOTP. Und sind da jetzt gerade ein bisschen am Gucken, wie wir das noch ein bisschen breiter und bekannter machen, dass es Open Source ist. Das ist momentan noch so ein bisschen unbekannt. Okay, ich sage mir noch mal kurz was dazu. Der Audit Trail.
wenn jemand Bankenversicherungsumfeld unterwegs ist, dann brauche ich für alles, was ich administrativ mache, eine Bestätigung. Also ich muss das signiert irgendwo abgelegt haben, dass das passiert ist. Wer hat wann was gemacht? Und deswegen haben wir diesen Audit Trail. Ich habe schon gesagt, wir haben in der Bank zusammen dann eine Implementierung gemacht. Das heißt, wir brauchten den zwingend. Sie profitieren jetzt davon. Das heißt, jede Admin-Aktion, jede Authentifizierung, alles, was stattfindet, wird signiert in einem Log abgelegt. Entweder SQL oder in der Datei. Gut, und der allerwichtigste Teil, bevor ich mal ein bisschen was zeige. Der wichtigste Teil ist die Authentifizierung nach außen. Das ist der Teil, wo wir auch denken, dass wir noch uns am meisten weiterentwickeln können. WNOTP an sich funktioniert eigentlich relativ gut. Wir sind da eigentlich ganz zufrieden mit. Das, wo wir uns in den nächsten Jahren drauf konzentrieren oder im nächsten Jahr auch darauf konzentrieren werden, ist die Anbindung nach außen zu verbessern. Wir haben schon einiges, PAM-Module, also alles, was irgendwie PAM geht. Wir haben ein eigenes PAM-Modul, was natürlich immer geht, ist PAM-Radius, aber wir haben auch PAM-LinOTP, das über HTTP redet. Wir haben Module für FreeRadius und Radiator, um eine Radius-Anbindung nach außen zu ermöglichen. Wir haben eine Anbindung für den LDAP-Proxy. Ich weiß nicht, wer den noch kennt. Ich frage immer mal, so ein oder zwei nicken doch noch. Gut, müssen wir es noch maintainen. Apache-Module, also ein Mod-LinOTP oder ein Mod-Radius-Anbindung. Und wo ich nachher so ein bisschen drauf eingehen werde, ist die Implementierung von SAML und OpenID. Oder halt eben über die Web-API. Gut, zu dem Ding irgendwie hier noch Fragen? Ich hoffe, es war nicht zu lang. Noch eine. Ja. Wenn das Ganze in Ruby geschrieben ist, in Python. Also wir bieten momentan Pakete für Ubuntu und Debian an. Auf allen anderen Systemen, Linux-Systemen, funktioniert das wunderbar, in VirtualEnv mit PyPI-Paketen zu installieren. BSD ist es so, dass in der Google-Gruppe gerade sehr aktive Diskussion ist. Wir können es momentan aus Zeitgründen nicht maintainen. Also es ist einfach, wir müssen ein bisschen gucken. Das Team ist jetzt nicht so riesig. Ist aber auf jeden Fall interessant. Die sind relativ weit gekommen mit pfSense und einigen anderen Möglichkeiten. Das ist wohl lauffähig, hat allerdings ein paar Tücken, weil wir natürlich auf Linux groß geworden sind und jeder BSDler weiß, wenn was auf Linux groß geworden ist, ist es meistens etwas. Wir haben ein paar BSDler in der Firma, die uns da auch helfen. Wir wollen das natürlich irgendwie so weit wie möglich unterstützen, können es aber leider nicht offiziell maintainen. Wir haben einen Kunden, der es auf Windows gebaut hat. Geht auch. Da sind wir aber weit von weg, dass wir das unterstützen. Okay. Bevor ich dazu komme, mag ich einmal kurz das System zeigen, weil das ist sonst alles ein bisschen esoterisch. Jetzt hat es mir hier ein bisschen die Auflösung natürlich. Kann man so lesen? Ja, geht noch. Das ist die Management-Oberfläche von LinOTP. Ich habe da mal ein paar Token drin, die ich natürlich Murphy-like, genau die habe ich nicht dabei. Eieieiei. Ja. Mit dem Passwort im Moment, ja. Das ist eine Apache Basic Authentication. Es spricht an der Stelle nichts dagegen. Wir benutzen Standard, also da haben wir uns damals entschieden, wirklich Apache Basic Authentication zu nehmen, weil wir da nämlich reinhängen können, was wir wollen. Standardmäßig ist ein Passwort ist ein leichtes Henne-Ei-Problem. Es gibt Forks die, von LinOTP, die jetzt quasi da nochmal so ein OTP nebendran legen. Also wir sind uns da nicht so ganz sicher, was geht und was wir auch schon implementiert haben, ist einfach wirklich einen zweiten LinOTP zu haben und über eine Radius-Authentifizierung das zu machen. Das spricht ja nichts dagegen, hier bei der Basic Authentication eine Radius-Authentisierung zu machen. Genau das, was wir zur Verfügung stellen. Wir finden es nur ein bisschen schwierig, sich an dem mit OTPs an dem System anmelden zu wollen, mit dem man OTPs verwaltet. Das ist so dieses... Deswegen ist es im Moment noch über Passwörter. Uns ist diese Ironie bewusst. Okay.
Aber man kann es auch anders machen. Nur standardmäßig ist es halt nicht, weil ich brauche halt, um es ordentlich zu machen, brauche ich eigentlich einen zweiten Server. Oder ein zweites OTP-System in irgendeiner Art und Weise. Ja? Geht auch. Also wie gesagt, das Standard Apache Authentication, Basic Authentication, alles was da geht, Zertifikat, LDAP-Anbindung, alles was irgendwie möglich ist, können wir an der Stelle machen. Nur out of the box, das ist die Appliance, auf der das gerade läuft. Wir haben eine Appliance für das LinOTP, sage ich nachher nochmal kurz was zu. Da ist es out of the box halt eben, Zertifikat out of the box irgendwie dahinzustellen, muss ich erst Zertifikate ausrollen, einspielen. Deswegen erstmal ist es das. Wenn Sie es ändern wollen, gerne. Gut. Neben den Token gibt es hier noch die Benutzer. Und ich wollte mal so ein bisschen die Sachen durchgehen, die ich eben gezeigt habe. Politisch inkorrekt hängt da jetzt ein AD hinten dran. Ist mit das Häufigste, was uns begegnet, leider. Aber das ist das, womit wir am meisten zu tun haben. Das heißt aber nicht, dass wir die anderen Sachen nicht auch können. So ein User-Resolver, von dem ich vorhin geredet habe, so ein User-ID-Resolver, wird so konfiguriert. Kurze Frage in die Runde, wer kann damit was anfangen? Na, doch relativ viele. Gut. Jetzt haben sie sich verraten, das ist Windows, ne? Es ist Standard-LDAP. Es ist eine Standard-LDAP-Abfrage. Die Daten kriegt man aus seinem LDAP relativ einfach raus. Wir brauchen einen lesenden Benutzer, über den wir zugreifen können. Und dann habe ich hier unten einfach ein Attributs-Mapping. Und um das mal ein bisschen schöner zu gestalten, schalten wir das mal auf LDAP um. Ist also kein Hexenwerk. Wir brauchen einfach nur eine Liste von Benutzernamen und müssen dann Dinge wie Username und UID eben zusammenbringen, sodass unsere internen Mappings mit dem des LDAPs übereinstimmen. Das heißt, egal welches LDAP-Schema Sie haben, man kann das hier anpassen. Wir haben das so flexibel wie irgendwie möglich gemacht. Also bis jetzt ist uns noch nichts begegnet, was wir nicht irgendwie da reingekriegt hätten. Ja, sogar mit einem kleinen Trick. Wir können das Zertifikat gleich hier reinpasten. Man kann auch mehrere Server angeben, die dann halt eben nacheinander abgefragt werden. Gut. Jetzt ist es so, diese User-ID-Resolver ist nicht das, womit wir arbeiten. Diese User-ID-Resolver sind für uns nur eine Benutzerquelle, also nur eine Quelle von einer Reihe von Benutzern. Was eigentlich die Einheit ist, mit der wir arbeiten, sind die sogenannten Rearms. Und ich habe hier genau einen Rearm und da gibt es genau einen User-ID-Resolver, das ist also langweiliger wird es nicht. Ich kann aber genauso gut dem Ding 10 User-ID-Resolver geben. Das heißt, bei der Definition dieser User-ID-Resolver können Sie sich auf Gruppen beziehen. Wenn Sie 10 Gruppen haben, die OTP machen sollen, dann legen Sie 10 User-ID-Resolver an. Das lässt die LDAP-Suche sehr einfach werden. Sie müssen nicht eine LDAP-Suche machen mit 10 Gruppen, sondern Sie legen einfach 10 von den Dingern an und können sich nachher entscheiden, aus welchen von den 10 Gruppen Sie welche Rearms zusammenstellen. Sie können auch ein SQL-Rearm und ein LDAP-Rearm miteinander kombinieren. Oder ein AD-Server mit einem LDAP-Server. Überhaupt kein Thema. Geht alles. Das können wir eben durch diese Abstraktion hier leisten. Die Rearms sind wichtig, weil auf die Rearms basierend wir danach unsere Richtlinien angeben. Da mag ich jetzt hier im Rahmen dieses Vortrags nicht so weit drauf eingehen, aber es gibt hier die sogenannten Policies. Oder wenn ich einen deutschen Browser genommen hätte, wären es die Richtlinien. Mit den Richtlinien kann ich die komplette Rechteverwaltung managen. Die 45, ich bin eng. Okay, wer sich das angucken möchte, kann morgen vorbeikommen. Das führt jetzt wirklich zu weit und geht zu tief rein. Da würde ich die Viertelstunde dicke reißen. Wollte noch einmal kurz das Audit Trail zeigen. Also die Tatsache, dass ich mir hier die Resolver angeguckt habe, mehrfach, allein das wurde schon protokolliert und auch dementsprechend signiert und bestätigt, dass es signiert wurde. Gut. Das war jetzt einmal Schnelldurchlauf LinOTP. Und aus zeitlichen Gründen widme ich mich mal dem hier. Deswegen sind, glaube ich, die meisten gekommen wahrscheinlich. Oder zumindest einige. Klassisch ist es so, dass SSO-Systeme nicht so wirklich irgendwas mit OTP anfangen konnten.
Also es hat sehr lange gedauert. Alle Systeme, die hier sind, gibt es schon relativ lange. Die sind nicht erst seit vorgestern da. OTP war immer ein kleines Problem, also gerade bei dem letzten. OpenID, das ist relativ simpel. Da OpenID selbst die Authentifizierung nicht macht, sondern halt irgendwem da hinten sagt, er soll mal authentifizieren, ist es das Problem von dem da hinten. Und wir sind der da hinten. Also in LinOTP eingebaut ist ein OpenID-Provider, den ich direkt benutzen kann. Der ist direkt über die URL aufrufbar, kann ich direkt verwenden, kann ich angeben, kann man dementsprechend dann auch verwenden. Es ist kein zusätzlicher Dienst, irgendwas Notwendiges kommt mit. Also wenn Sie LinOTP installiert haben, haben Sie auch den OpenID-Provider dabei. Man muss ihn natürlich aktivieren, also er ist nicht standardmäßig an. Das wäre ein bisschen ungünstig. Da mag ich gar nicht so tief drauf eingehen, weil es ist nicht mehr als das, was jeder andere OpenID-Provider auch macht. Also wir machen da nichts Besonderes. Das Einzige, was wir machen, ist, dass wir hinten dran eben eine OTP machen. Deswegen mag ich das auch gleich mal kurz zeigen, um da ein bisschen die Spannung rauszunehmen. Also das ist jetzt ein Benutzer, den ich schon habe. Hierauf würde ich umgeleitet werden, also wenn ich diese URL angeben würde bei, oder halt eine URL mit dem entsprechenden Usernamen angeben würde, würde ich auf diesen Dialog umgeleitet werden und müsste mich jetzt hier einloggen. Na, das, was ich jetzt noch machen muss, ist mich wirklich einzuloggen. Ich weiß, sieht nicht hübsch aus, aber der Login funktioniert. Und jetzt habe ich meine OpenID-Credentials und bin dementsprechend bei der Seite, bei der ich mich authentifiziert habe, eingeloggt. OpenID ist in der Beziehung sehr, sehr einfach. Bitte fragen Sie nicht die Kollegen, die es implementieren mussten. Ich finde es cool, aber das hat ein bisschen Zeit gekostet. Entschuldigung. Ich hätte es mal kurz zeigen. Das war nur ein OTP. Habe ich nicht deutlich genug gesagt, tut mir leid. Nee, in dem Fall habe ich es mir einfach gemacht. Das ist der Benutzer, das ist jetzt das Gleiche in der Web-API. Der Benutzer hat einen ziemlich einfachen Token. Der Token bleibt nämlich immer gleich. Das ist jetzt ein Simple-Pass-Token, um hier einfach nicht noch mit zwei Handys und einem Token hantieren zu müssen. Das wäre jetzt, wenn ich es in der Web-API abgefragt hätte, und das ist das, was ich da auch gemacht habe. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Das war hier der eine zugewiesene Token hier oben. Aber gute Frage. OpenID, wie gesagt, ist nicht so furchtbar spannend. Das kann man einfach benutzen, out of the box. Interessanter wird es mit SAML. Bei SAML ist es so, es gibt relativ viele Identity Provider. Das haben wir uns angeguckt, das ist relativ kompliziert, also haben wir gesagt, das wollen wir nicht nochmal neu implementieren. Was wir gemacht haben, ist, wir haben ein Plugin für Simple SAML PHP. Das ist eigentlich so der verbreitetste Identity Provider, den es Open Source gibt. Ist relativ einfach aufzusetzen. Das Modul gibt es auf GitHub. Einfach klonen, in das entsprechende Verzeichnis legen. Dokumentation ist dann halt auch da von Simple SAML, wie man so ein Modul implementiert. Das ist wirklich Standard. Ablegen. Und der nette kleine Trick, der wird immer vergessen, man muss eine Datei touchen. Und dann kommt die Konfiguration. Und die Konfiguration ist jetzt nicht mehr, als dass ich sage, wo ist mein LinOTP? Das kann ich rausnehmen, wenn ich ordentliche Zertifikate habe. Wenn ich selbst signierte habe, dann muss ich hier natürlich das False reinmachen. Wenn ich gute Zertifikate habe, lasse ich es sein. Und hier unten muss ich noch das Mapping übernehmen. Das kann man einfach so lassen, das funktioniert. Das heißt, ich muss im Endeffekt nur sagen, wo ist mein LinOTP? Das ist alles, was ich tun muss. Den Rest übernimmt das Modul und der LinOTP dahinter. Einmal SAML neu starten und das war's. Ich halte es jetzt mal simpel.
gleich nochmal gucken. Sieht nicht groß anders aus als bei dem OpenID. Ich gucke gleich nochmal, ob ich es hinkriege. Aber ich mag noch kurz das MIT-Kerberos zumindest zeigen, wie es funktioniert. Damit man einen Eindruck bekommt dafür. Ja, jetzt hat das okay. Kerberos ist ein komplett anderes Ding als SAML und OpenID. Bei SAML und OpenID hat es gereicht, ein paar kleine Plugins zu schreiben von unserer Seite, ein bisschen Web-API zu machen. Kerberos war ein bisschen schwieriger. Kerberos arbeitet mit gehashten Passwörtern. Wenn ich ein OTP hashe, ist es für den Server etwas schwierig zu überprüfen, ob das OTP stimmt. Deswegen, man brauchte irgendeine Methode, um das OTP im Klartext zu übertragen. Jetzt, wenn ich das OTP im Klartext übertrage, ist es ein bisschen sinnlos. Kerberos hatte nichts. Das heißt, was erst kommen musste, ist FAST. Ich weiß nicht, wer davon schon gehört hat. Flexible Authentication Secure Tunneling ist in MIT-Kerberos so neu, dass es, deswegen habe ich es auch mal hingeschrieben, momentan in keiner einzigen Distribution drin ist. Das liegt auch an den kryptografischen Methoden. Also es wird verschlüsselt mit einem Client-Schlüssel und dann rübergeschoben. Also es ist so ein bisschen der ganze Ablauf. Wie viel habe ich noch? Okay, können wir uns nachher noch unterhalten. Also wer da Fragen hat, warum das im Detail nicht geht, das ist ein bisschen aufwendig. Also es kam quasi in einer Form an, wo ein OTP-Server nichts damit anfangen konnte mehr. Was jetzt mit dem FAST reinkam, ist die Tatsache, dass ich eine Pre-Authentication mache, in der ich einen verschlüsselten Kanal aufbaue, über den ich Klartext verschicken kann. Und das war das, wo wir so alle ein bisschen drauf gewartet haben. Das heißt, ich habe im Endeffekt dann, das Ganze ist definiert, also ist der OTP-Teil in einem RFC 6560, geschrieben von RSA, geschrieben für den RSA-Token. Der macht so nette kleine Sachen wie eine Authentifizierung, aber halt auch ein Change-Pin und eine Resynchronisation. Implementiert im MIT-Kerberos ist nur die Authentifizierung, also die anderen Sachen nicht. Geht da jetzt ein bisschen schneller drüber. Der MIT-Kerberos hat zwei Plugins definiert für diese Pre-Authentication. Das heißt, ich mache eine Authentifizierung, bevor ich die eigentliche Authentifizierung mache. Für diese Pre-Authentication habe ich einmal ein PKInit. PKInit baut mir einen zertifikatsbasierten Verschlüsselungskanal auf. Das heißt, ich habe normale Serverzertifikate, ich kann anonym oder mit kleinen Zertifikaten das machen, aber ich mache einen zertifikatsbasierten Kanal auf. Und über den wird dann die OTP-Authentifizierung gemacht. Diese OTP-Authentifizierung ist darauf ausgelegt, mit einem externen Radioserver zu reden, zum Beispiel eben LinOTP. Also der Kerberos macht es dann nicht selbst. Und das Ganze kann ich pro Benutzer ein- oder ausschalten. Also relativ einfach. Okay. Ich brauche nur zwei Befehle, um jeweils die Authentication und den OTP ein- und auszuschalten. Das Ganze ist sehr gut dokumentiert und eigentlich auch sehr einfach zu implementieren. Das war dann mal kurz danach ein Vortrag. Ist auch bei uns nochmal dokumentiert. Das ist relativ Standard. Da ist nichts Besonderes. Das ist eine Standard-Kerberos-Einstellung. Hier wird es interessant, dass es bleibt, also einmal habe ich hier oben die Definition der Zertifikate, Client-Zertifikat und Server-Zertifikat, die jeweils auf dem Client oder Server definiert werden müssen, die CA und die Zertifikate. Und hier unten definiere ich einfach nur, wo der Server steht und sein Radio-Secret. Das ist alles, was ich an Einstellungen brauche. Also nachdem es diesen Kanal gibt und dieser Kanal aufgebaut werden kann in der Pre-Authentication, war der Rest jetzt sehr einfach. Das hat aber, glaube ich, jetzt 15 Jahre gedauert. Gut. Das war jetzt verkehrt rum. Sorry, dass das jetzt ein bisschen schnell war da am Schluss. Ich würde es jetzt furchtbar gerne zeigen. Das Ding macht auch eine sehr schöne Pre-Authentication. Es fragt mich nur nicht nach dem OTP und damit ist das so ein bisschen. Wer da Lust und Laune hat, ich denke, bis morgen habe ich es wieder am Rennen, kann gerne morgen vorbeikommen, 13 Uhr. Dann zeige ich es am Anfang mal, dann mal kurz Bescheid sagen und dann zeige ich es, bevor wir mit dem Workshop loslegen, mal kurz, wie das dann aussieht. Fragen? Ich habe jetzt ziemlich lange, vielleicht ein paar kriegen wir noch rein, oder? Gut, okay. Fragen? Vielleicht können wir auf das eine oder andere dann nochmal eingehen.
War jetzt gegen Ende hin ein bisschen schnell. Ich hoffe, es war nicht zu schnell. Das ist verschlüsselt. Auf dem Server selbst wird es verschlüsselt mit einem Encryption Key, der auf dem Server liegt. Ist uns bewusst. Deswegen gibt es das HSM. Also weil der Vergleich am Anfang, das Passwort ist in einem Tag geknackt, wenn ich den Hash habe. Genau. Ja, ich denke, wird einen Tag dauern. Einbruch, das ist genau das Ding. Ich muss diesen Server schützen. Also ich kann diesen Server, den Server werde ich nie irgendwo ins Internet stellen oder sowas. Also die Secrets sind das, was ich habe. Deswegen ist unten dieses HSM gewesen. Deswegen war dieses Hardware Security Modul drin. Also wenn ich das wirklich mit kritischen Token mache, die wirklich für extrem kritische Infrastruktur sind, werde ich da so ein HSM dazwischen packen. Weil damit kriege ich es nicht. Also da kann ich auf den Server einbrechen, solange ich möchte. Die Verschlüsselung findet außerhalb des Servers statt. Und damit hat sich das Thema dann erledigt. Ich kann nur nicht mit jedem, also ich kann nicht jedem, der ein LinotP runterlädt, ein HSM schicken. Das heißt, wir müssen mit irgendwas mal anfangen. Aber wenn ich es wirklich machen möchte, wenn ich das wirklich produktiv einsetzen möchte, sollte ich immer darüber nachdenken, ob ich diesen Aufwand, den HSM bedeutet, in Kauf nehme und das dann mache. Ich muss allerdings dazu sagen, der Schutz dieser Secrets ist wirklich das, was kritisch ist. Das kann man bis zu einem gewissen Punkt treiben, aber in dem Moment, wo jemand physikalischen Zugang zu dem Server hat, entweder zu dem Hardware-Server oder zu der virtuellen Maschine, jeder, der sich in dem Bereich bewegt, wenn jemand physikalischen Zugang zur Maschine hat und die Maschine läuft und offen ist und nicht verschlüsselt, also die Platte nicht irgendwie verschlüsselt irgendwo liegt, irgendwann kann ich nichts mehr dagegen tun. Also wenn jemand mit Root-Rechten auf meiner Maschine rumläuft, hilft mir die beste Verschlüsselung nicht mehr. Also notfalls macht er sich halt, installiert er sich den entsprechenden Treiber, der einfach die unverschlüsselten Daten sich anguckt, wenn sie im Stream durchkommen. Also da kann ich dann irgendwann nichts mehr machen. Wir versuchen das so gut wie möglich irgendwie abzudecken. Wie gesagt, Steigerung ist das HSM, aber selbst das HSM ist nicht unfehlbar, wenn jemand physikalischen Zugang hat. Es soll dafür schützen, nur wenn jemand vor dem HSM steht, ist dann irgendwann auch, also wenn er die Schlüssel vom HSM in die Finger kriegt, ist dann auch wieder vorbei. Ja. Also es geht verdammt gut. Ich habe schon viele falsch konfigurierte gesehen. Also auch ein HSM kann man falsch konfigurieren und dann hat man trügerische Sicherheit, sage ich mal. Also ich bin auch schon Dingern begegnet, die gesagt haben, hey, wir haben jetzt ein HSM dazwischen. Dann guckst du drauf und denkst, naja, oder auch nicht. Also da, ich mag, egal was ich da mache, nicht das als Heilmittel da irgendwie hinsetzen. HSM wäre wichtig, ist, sollte man auch machen an der Stelle. Und wenn man es ordentlich macht, ist es auch die beste Lösung, die man da an der Stelle hat. Definitiv. Entschuldigung. Irgendwer hat eben gerade noch was gefragt. Ich habe einfach weitergeredet. Nicht? Der Algorithmus basiert darauf, ich habe leider diese Folie, das war für immer eine Überraschung, die fehlte irgendwie. Der Algorithmus basiert darauf, dass ich ein Event rein. Ich habe zwei Elemente, die in diesen Algorithmus eingehen. Das eine ist ein Eventzähler. Das heißt, wie oft habe ich auf den Knopf gedrückt? Und das andere ist das Geheimnis. Das ist ein bisschen vereinfacht dargestellt. Wer mag, Wikipedia ist es schön, der Algorithmus mal schön aufgelistet. Das ist der sogenannte HMAC-OTP. Was passiert ist, dass ich eine Verknüpfung habe zwischen dem Event und dem Geheimnis. Darüber wird ein Hash gebildet. Und von diesem Hash werden die letzten sechs Stellen, also der wird in Dezimal umgerechnet und dann die letzten sechs Stellen abgeschnitten. Das heißt, mit jedem Event bekomme ich einen neuen Wert, aber der Wert ist berechenbar, wenn ich das Geheimnis habe. Ohne das Geheimnis keine Chance. Standard ist SHA-1, inzwischen geht es hoch bis SHA-256, nur mit dem SHA-1 hat es auch noch keiner hingekriegt, aus den OTP-Werten irgendwie zurück aufs Geheimnis zu kommen. Also SHA-256 ist reingekommen, weil Sicherheitsbeauftragte bei SHA-1 nervös werden. Ich habe nur die letzten sechs Stellen. Also das darf man nicht vergessen, ich habe von einem Hash nur die letzten sechs Stellen. Das ist immer noch schwierig. Aber nicht unmöglich, deswegen, es gibt SHA-256, wenn man kann, soll man es benutzen. Bei zeitbasierten Token ist es so, dass die ausrechnen, wie oft seit dem 01.01.1970 draufgedrückt wurde, wenn alle 30 Sekunden draufgedrückt wurde. Also die nehmen die Epoch-Time und teilen sie durch 30 oder durch 60.
Und damit simuliere ich, dass alle 60 Sekunden auf den Knopf gedrückt wurde. Und das geht als Input in den Algorithmus rein. Also die zeitbasierten Token sind quasi nur ein Trick, um dann wieder auf den eventbasierten zurückzukommen. Ja? Es gibt kein Master Key. Also jeder Token hat sein eigenes Geheimnis. Deswegen ist es so wichtig, dieses Geheimnis zu schützen. Deswegen ist das mit dem HSM und deswegen ist diese Frage auch wichtig, wie die verschlüsselt sind. Das Geheimnis entscheidet, ob ich an den Token rankomme oder nicht. Aber ich komme nur an den einen ran. Also wenn ich das Geheimnis von einem Token habe, habe ich nur das. Hat der Token quasi, wenn man jetzt irgendwie die PDP an einen Key, nee, ist einfach nur ein Secret. Also nur ein gemeinsames Shared Secret. Im Endeffekt ein langes Passwort. Also ein gemeinsames langes Passwort. Kein Private Public Key, sonst irgendwas. RSA hat das gemacht, die sind da ein bisschen reingefallen. Die hatten ja vermutet, dass ihr Private Key geklaut wurde, der auf allen Schlüsseln drauf war. Deswegen haben die alle Token ausgetauscht. Ja. Kommt auf den Algorithmus an. Ich mag jetzt nichts Falsches sagen. Es ist je nachdem, wie man sich, ich glaube, Base64 encoded sind es 32 Character. Das Problem ist, dass es jeder anders encoded und dadurch, ich weiß die Bitzahl gerade nicht, es fällt mir nicht ein, ich weiß sie, es kommt gerade nicht. Fragen Sie mich in 5 Minuten gleich nochmal am Stand. Also je nachdem, es gibt auch, also ich rede jetzt die ganze Zeit von diesem OAuth-Algorithmus. MOTP funktioniert komplett anders, hat komplett andere Längen, auch variable Längen, also es gibt verschiedene OTP-Algorithmen. OAuth ist nur einer, also das, was ich gerade beschrieben habe, ist nur ein Algorithmus, allerdings der am häufigsten verwendet wird. Weitere Fragen? Ja, vielleicht eine noch hat sich schon mal angefragen, sozusagen die Verwaltung nicht mit SQL-Datenbanken zu machen? Zum Beispiel nach MongoDB oder so? Anfragen hatten wir. Wir haben allerdings auch so bei ersten Tests mal festgestellt, das ist nicht so richtig nett. Also wenn ich, wir haben teilweise Kunden, da geht es über 100.000 Token. Ich war etwas überrascht, wie anfällig diese Datenbanken da teilweise sind, wenn man mit denen mal ordentlich gleichzeitige Lastzugriffe macht. Ich hatte eigentlich gedacht, die sind dafür gemacht, musste dann allerdings feststellen, dass wir da einige Tricks in der Programmierung machen müssten, um da ranzukommen. Es waren aber jetzt auch immer die SQL-Schnittstellen. Also wir müssen natürlich erstmal mit dem arbeiten, was wir haben. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn wir die nativ verwenden. Im Moment ist es SQL, es wäre ein sehr, sehr großer Designaufwand, da jetzt auf eine NoSQL-Datenbank zu gehen. Momentan gibt es keine Veranlassung, das zu tun. Wenn Sie einen guten Grund dafür haben, hören wir Ihnen gerne. Aber Patches sind immer willkommen, das ist aber mehr als Patch. Also das ist, also wie gesagt, momentan basiert alles auf dem Zugriff auf das SQL. An der Stelle, aber das denke ich, das ist auch eine definierte Schnittstelle, also die könnte man auch mit dem entsprechenden Aufwand austauschen. Und das ist halt auch ein begrenzter Bereich, also der Rest des Systems interessiert es nicht. Der schickt in den entsprechenden Controller seine Daten rein und der Controller ist dafür zuständig, das an SQL-Alchemie rauszuschicken und das ist dafür zuständig, mit SQL zu reden. Und SQL-Alchemie hat, glaube ich, für Mongo nicht, aber für einige NoSQL-Datenbanken hat sogar schon Support. Aber halt immer für deren SQL-Schnittstelle, wo ich nicht so ganz verstehe, was da der Sinn dahinter ist. Also das, wenn Sie da Bescheid wissen, lasse ich mir gerne erklären. Können wir nachher noch. Das gilt auch für diese Audit-Datenbank und werden die dann auch nur über die SQL? Die Audit läuft auch nur über SQL. Das ist aber ein perfekter Kandidat, wo wir wirklich überlegen, das anders zu machen an der Stelle. Weil da kommen sehr, sehr große Datenmengen raus, wo wir auch bei 100.000, 200.000 Benutzern mit einer SQL-Datenbank wirklich Probleme kriegen. Also das ist ein Punkt, wo wir wirklich dran sind. Nur bei dem Audit ist es so, das ist ein komplett eigenes Framework. Also da stand auch File, also wir können auch eine Datei wegschreiben, wo wir gerade dran sind, ist ein Syslog-Export, aber da sind wir noch dran, um es auch dann wegschreiben zu können in externen Server. Und da ist natürlich auch eine NoSQL-Datenbank bei den Datenmengen dann irgendwann mal natürlich ein Thema. Was macht die Zeit? 5 Minuten haben wir noch. Hat noch jemand was? Weiß ich nicht. Wird aufgezeichnet und wird im Internet dann über das Internet über
circa 2 Wochen wird der zur Verfügung stehen. Und dann kann man der Workshop auch? So, der Workshop? Nein. Gut, Workshop nicht. Wer sich dafür interessiert, vielleicht ganz kurz, beim Workshop wird es so sein, dass wir uns halt ein Debian-System nehmen und das Ganze wirklich mal aufsetzen. Also wirklich mal InnoDP installieren, Apache aufsetzen, FreeRadius aufsetzen, die ganzen Sachen uns mal angucken, wie sich das ins System integriert. Und am Schluss auch mit einer kleinen Web-Applikation wirklich gucken, wie implementiere ich eine Authentifizierung gegen den InnoDP. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Die Management-Konsole, also unser Management, die Web-Oberfläche, der native Client und der Kommandozeilen-Client gehen alle über die Web-API an den Server an. Nee, ist alles Python. LinuxDP ist komplett Python. Und wer da gucken will, also das sind die verschiedenen Hauptelemente, sage ich mal. Und die Core-API ist dementsprechend dann halt auch über die Python-übliche Dokumentation dann auch definiert. Dann kann man sich die entsprechenden Controller angucken und die Implementierung angucken. Hat das Produkt ein externes API-Verfahren? Ja. Im Rahmen von dem Bankenimplementierung, klar, bei dem QR-Tan-Verfahren, eine Bank darf das nicht einsetzen, wurde das entsprechend, dass es FIS-konform ist, zertifiziert. Steht jetzt mal wieder an, also von daher. Ansonsten, es gibt keine Zertifizierung für OTP-Systeme. Es gibt einfach keine. Also wir würden sie furchtbar gerne machen, aber es gibt keine. Vielleicht müssen wir da irgendwie mal mit ein paar Mitbewerbern reden, ob wir sowas nicht mal irgendwie hinkriegen, weil die Frage kommt immer wieder. Aber der, wie gesagt, Audit ist passiert, muss natürlich regelmäßig wiederholt werden. Unsere eigenen Penetration-Tester sind da allerdings nicht immer der Freund der Entwicklung, sagen wir es mal so. Also klar, das ist natürlich das Objekt, wo unsere Penetration-Tester regelmäßig mal drauf gucken. Wenn man so eine Abteilung im Haus hat, dann lässt man die da auch drauf los. Also da ärgern wir nicht unsere Kunden nur, sondern dann werden wir auch selbst geärgert. Irgendwer hatte eben noch. Wenn noch Fragen sind, wir haben auch einen Stand hier vorne. Gerne vorbeikommen. Oder halt, wie gesagt, morgen, wer Lust und Laune hat. Gucken wir uns ein bisschen an. Mal eine Abschätzung. Wer hat denn vor, morgen zu kommen? Boah, gut. Schauen wir mal. Einfach so vom Aufwand her, was ich noch so alles vorbereiten muss dann. Okay. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag.